Hallo und herzlich willkommen zur dieswöchigen Weekly Challenge bei Rayman Legends. Es geht in einen einfachen Bereich rein und wir müssen uns schon wieder mit Murphys Katakomben rumschlagen. Deswegen sind 1400 Meter eigentlich auch recht normal. Gerade für einen wöchentlichen Bereich, da müssen wir halt ewig laufen, bis wir da zu einem gewissen Ergebnis kommen. Vom Schwierigkeitsgrad ist es sehr, sehr, sehr einfach gehalten. Und ich kann euch also nur raten, es direkt zu machen. Es ist, glaube ich, auch mein zweiter Versuch oder so. Der erste hatte ich zwar auch schon Gold, aber ich wollte das Ganze noch mal ein bisschen verbessern. So, jetzt hier auch noch mal drüber. Hier springen wir über den drüber. Es ist immer ein bisschen problematisch, wenn man den auch noch mitnehmen möchte. Aber, ja, wäre natürlich auch möglich. Aber ich nehme natürlich den einfachen Weg. Wir sind schon bei der 300 Meter Pause, kommen hier jetzt auch in den nächsten Bereich, nehmen die paar Looms hier noch mit. Den hier ziehen wir nach oben. Hier auch nochmal das Ganze abziehen. Hier drüber. Hier einmal abschneiden. Da auch abschneiden. Großer verlängerter Sprung oder einmal mit Schlag. Geht beides sehr, sehr schön. Hier, da kommen wir natürlich ein ganz klein wenig aus dem Tritt raus, weil dieser Sprung natürlich sehr, sehr blöd ist an dem Bereich. Aber wir haben schon die 600 Meter Pause. So, jetzt hier ganz kleiner Sprung rüberziehen lassen. Und hier noch einmal das Auge wegklatschen. Das hier auch. Den hier hauen wir mit der Hand. Jetzt hier die beiden in dem Moment, wenn wir halt eben unter der ersten Spitze sind, schneiden wir die ab. Hier haben wir jetzt das gleiche wie gerade eben auch nochmal, nur halt eben mit Spitzen. Hier einmal drüber springen, den auf keinen Fall hochziehen. Den ziehen wir rüber. Klatschen das Auge hier noch weg. Ganz kleiner Sprung, ganz vorsichtig mit Propeller. Und wir haben auch schon die 900 Meter Pause. Jetzt hier wieder drüber, auch hier wieder Augen schlagen ohne Ende. So, genau. Den hier ziehen wir auch weg. Sind jetzt bei 1000 Meter. Hier den einfach ignorieren. Hier auch wieder von den Wänden abspringen. Einmal wegschlagen, runterspringen. Nicht zu viel Geschwindigkeit aufbauen, damit wir nicht über den Ring drüber springen. Das hatten wir gerade eben schon mal. Das heißt, das kennen wir auch noch gut. Auch dieses Element ist uns noch bekannt. Ja, auch wieder ganz vorsichtiger kleiner Sprung oder halt eben mit der Variante drüber kommen. So, und wir haben die 1200 Meter Pause. Die ist natürlich immer ein bisschen blöd mit diesem hier Fliegen, aber ja. Okay, jetzt hier noch einmal drüber. Ja, auch wieder schauen, nicht zu viel Geschwindigkeit holen, nicht dass wir über den Ring drüber fliegen. Stampfen den noch einmal runter. Und schon sind wir kurz vor der Goldgrenze. Und das ist genau die hier, weil das ist natürlich immer ein bisschen gemein. Da vergisst man manchmal schön halt eben ab zum Springen. Und gerade im Anfängerbereich ist das natürlich sehr, sehr gemein. Wenn wir das kennen, dann ist es aber kein Problem, in den Goldbereich reinzukommen. So, wir sind bei der 1500 Meter Pause. Hauen hier das Ganze weg. Gehen nochmal hoch, ganz vorsichtig durch. Das Auge klatschen wir auch nochmal weg. Hier immer jeweils den Controller gleichzeitig berühren, wenn wir gerade dieses Element haben. Den auf jeden Fall hoch wegziehen. Und wir sind schon bei 1750 Meter. Hier noch einmal vorsichtig drüber. Und schon kommt die 1800 Meter Pause. Hier das gleiche Element nochmal. Früh genug abspringen, damit wir drüber kommen. Und da ist mein Sprung zu klein. Mist. Aber 1875 Meter ist schon mal ein schöner Wert. Schauen wir einfach mal rein, wie wir damit liegen in der Bestenliste. Ja. Also Platz 4 aktuell von 103. Es werden natürlich diese Woche noch eindeutig mehr. Ich habe das auch schon am Montag aufgenommen. Bin allerdings noch nicht zum Versprechen gekommen. Und ja, es werden noch einige kommen auf jeden Fall, die auch davor liegen. Ich danke euch aber trotzdem fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns dann zur nächsten Daily Challenge morgen. Bis dann. Ciao, ciao.